Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch eine total gehypte Marke, die ich euch heute unbedingt mal vorstellen wollte. Und ich werde diese Videos aufsplitten. Und zwar gibt es sowohl zwei verschiedene Arten von Make-up davon. Ich werde jeweils ein dedicated Video für die Full Coverage und einmal für die Serum Foundation machen. Um was es sich hier handelt, und zwar. Es handelt sich hierbei um The Ordinary. Und zwar, ich liebe Hatice Schmidt ihren Kanal. Ich verlinke auch unten das passende Video dazu, was mich dazu angefixt hatte, diese Marke überhaupt sich mal anzuschauen. Und zwar ist das so ein ganz viraler Hype, der da gerade durchs Internet jagt. Und zwar über eine Marke, wo eine Foundation etwa 6,25 € kostet und unheimlich super sein soll, High-End-Qualität haben soll. Und das wollte ich natürlich direkt für euch testen und habe für euch bei dcm.com, das ist praktisch ein UK-Shop, der unfassbar super geliefert hat. Ich habe letzte Woche Donnerstag bestellt und heute ist es schon angekommen. Es ist heute Mittwoch. Und ich habe jetzt praktisch für euch den The Ordinary High Spiritable Fluid Primer gekauft, weil der von ihr damals auch benutzt worden ist und sie hat gesagt, dass der eine unheimlich gut, zwar silikonartige Konsistenz hat. Ich habe den auch schon ausgepackt. Er kommt in einer. Das ist. Das ist meines Erachtens eine Glasflasche mit einem ganz durchsichtigen Primer. Für mich sieht es so ein bisschen aus wie ein Medikament, Leute, aber. Man soll ja echt allem einen fairen Shot geben. Und dann habe ich noch The Ordinary zwei Farben mir rausgesucht. Und zwar ist es ein bisschen schwierig. Also, die haben 21 Shades. Das ist unglaublich. Sogar für unsere dunkelhäutigen Kolleginnen da draußen gibt es ganz, also recht dunkle, so richtig in smockerfarbene praktisch Hauttöne, die man sich dort kaufen kann. Das kommt in einer Art Pumpspender, da gibt es keinen Deckel zu, aber das stört mich jetzt eigentlich nicht. Ich finde es auch ganz cool, dass es praktisch so eine matte Oberfläche hat. Ich habe jetzt die Farbe Medium und Yellow Undertones 2.1 und dann habe ich noch einmal Medium mit Pink Undertones. Und zwar. Ist das, finde ich, auch ganz cool so zum Aussuchen. Also erstmal geht es praktisch darum, ihr schaut euch, da gibt es so kleine eingefärbte Punkte. Da schaut ihr dann praktisch euch an, was könnte ungefähr passen. Also ich habe jetzt deswegen beide mitgenommen. Da ich ja oft zur Rötung neige, zum Beispiel, habe ich trotzdem Pink Underton genommen, weil wenn ich halt viele Rötungen habe, das nun mal einfach auch so aussieht, wie wenn ich halt echt einen kleinen Rotstich unter der Haut habe. Ich habe mir aber trotzdem, wenn ich sehr gebräunt bin, trotzdem den Yellow Underton, weil das ändert sich halt echt je nach Jahreszeit. Und ich habe halt gedacht, wenn ich schon bestelle, also für 6 €, Leute, da macht ihr nichts kaputt. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mit euch mal auftragen. Und zwar werde ich das ganz normal auftragen, wie ich es eigentlich auch immer mache. Und zwar werde ich das mit dem Ebelin-Schwamm, beziehungsweise mit dem Essence, mit dem neuen Essence-Schwamm, der ist auch super, super toll. Also der lohnt sich richtig. Und mit einem angefeuchteten Ebelin-Schwamm. Mit einer Brush werde ich es nicht auftragen, also jetzt erstmal nicht, weil ich jetzt erstmal richtig das High Coverage rausarbeiten will und ich die Erfahrung eigentlich habe, dass praktisch, wenn ich das mit so einer Zahnbürstenbrush mache, dass es jetzt nicht so ganz rauskommt, weil man es ja doch ein bisschen verteilt. Aber das werde ich auch gerne machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ich das mal ausprobieren soll und euch eine kurze Rückmeldung geben soll, ob das auch gut funktioniert. Und gefallen euch solche Videos, dann abonniert doch meinen Kanal. Und wenn du Bock drauf hast, das zu sehen, wie diese neue super gehypte Hammer Foundation funktioniert, dann bleibt dran. Da ich ja gerade Nachtschicht habe, habe ich mein Gesicht auch genau nackt gelassen, wie es eigentlich ist. Also ich habe unheimlich Augenringe, aber das ist einfach so, ich kann eigentlich genau so viel schlafen, wie ich möchte. Ich habe eigentlich immer irgendwie ein bisschen Augenringe. Ich nehme jetzt von dem Primer. Ja, also normale Menge. Also mit der Pipette finde ich eigentlich ganz gut. Das ist halt schön sauber. Boah. Also was ich gleich sagen kann, das fühlt sich ja so komisch an. Also ich finde, er hat einen sehr silikonigen Duft. Also ob es jetzt angenehm ist, würde ich jetzt eher bestreiten. Also es ist gerade nicht so angenehm. Aber auf der Haut ist das geil. Also ich habe halt wirklich eine Mischhaut.
eher sehr ölig neigend. Also es ist ja wirklich immer so ein Irrglaube, dass man praktisch ölige Haut nicht primen soll, beziehungsweise nicht moisturizen soll. Das soll man ja eigentlich schon machen, weil eure Haut wehrt sich halt dadurch, dass es halt eben nicht feucht genug ist, dadurch, dass sie halt dann meint, seem to be trocken ist, ja, neigt ihr halt dazu, dann diese krasse Ölproduktion anzuregen und deswegen primet und gibt eurer Haut echt Flüssigkeit zurück, weil somit produziert sie auch nicht mehr so viel Öl und das ist eigentlich ganz gut. Also es fühlt sich, also jetzt wenn ich so meine Hände sehe, sie fühlen sich an, wie wenn sie eine leichte Silikonschicht haben, aber es fühlt sich auch total weich an. Also es ist halt, ich meine, es macht jetzt ein ganz normales Finish, es ist jetzt nicht besonders mattierend oder besonders leuchtend, aber wie ihr seht, oh, ganz schreckliche Augenbrauen. Und das Ding habe ich immer noch nicht ganz los. Aber es fühlt sich sehr gut an. Aber es ist halt sehr weich. Und jetzt muss ich mich mal entscheiden. Entweder das oder das. Ich denke, dass ich erstmal mit dem etwas dunkleren schaue und ansonsten ein bisschen Color matche. Also ihr habt so einen Drehkopf. Da dreht ihr halt einfach dran rum. Ich trage das jetzt mal auf meinem Handrücken auf. Ihr müsst jetzt erstmal, wenn es ein neues Produkt ist, immer eine Weile pumpen, bis da was rauskommt. Wenn da was rauskommt, da kommt nichts raus. Ah. Ist ein bisschen tricky, da Produkt raus. Ah, ihr müsst es erst ein bisschen rausholen, den Kopf, und dann einmal drehen. Ich denke, ich werde ein bisschen mischen. Ich denke, das wird gut sein. Also wenn ich das jetzt im Vergleich sehe, also ihr seht ja hier praktisch das Yellowton und das ist der Pinkton. Ich habe das jetzt mal ein bisschen gemischt, weil ich denke, ja, super. Der Yellowton ist doch sehr dunkel und das ist ja die, na, gut. Also wenn ich das jetzt im Spiegel sehe, ist es gut. Also ich benutze immer das Make-up auch über die Augenlider, weil wie gesagt, ich das halt. Ich habe jetzt mal gerade einen kurzen Umdenker. Ich glaube, ich mache das jetzt halbe halbe. Ich werde das jetzt einmal mit meinem Schwamm einarbeiten und auf der anderen Seite schauen, ob das mit dieser Artist Brush, mit diesen, ich sage immer Artist Brush, das sind ja eigentlich die Originalmarken, mit diesen. Leute, seht ihr das? Krass. Also, dieses Make-up verspricht auf jeden Fall das, was es sein soll. Es ist total geruchslos, was ich total geil finde. Also ich bin ja nicht nur, weil. Also es ist cruelty-free, vegan, silikon-free, alles Mögliche. Beim Primer bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube schon, dass da Silikone drin ist. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil ein Primer soll ja auch haften. Also Leute, jetzt habe ich mal die Hälfte. Also ich habe jeweils einen Pumpstoß von diesem Yellowton Make-up benutzt und nur einen halben Pumpstoß von dem anderen. Also Leute, was man definitiv sagen kann, ich komme mal ganz nah ran. Die Farbe ist geil. Also ihr seht ja zum Beispiel total im Vergleich, wie krass das abdeckt, Leute. Das ist echt. Also ich bin ja jetzt nicht so der Fan, praktisch Leute anzufixen, zu sagen, oh, geht los und kauft euch für 50 Euro eine Foundation. Ich bin jetzt eher eigentlich so das Drogerie-Girl, weil ich einfach es nicht gewohnt bin, 50, 60 Euro für sowas auszugeben. Also ich mache immer eher die Empfehlungen, lieber sich ein schönes Lippenprodukt zu kaufen oder eine schöne Lidschattenpalette. Leute, die Haut sieht aus perfekt. Seht ihr das? Es ist auch. Meine Poren sind so klein und ich habe echt große Poren. Das Gefühl ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich werde jetzt praktisch dasselbe nochmal machen. Ich werde praktisch nochmal praktisch nochmal matchen. Also nochmal ein bisschen mischen und werde das jetzt mal mit der Brush auftragen. Was ich sagen kann, die lässt sich un fassbar gut in die Haut einarbeiten. Ich bin schon fertig.
Immer schön die Ohren mitverwenden und den Hals, sonst sieht es einfach unmöglich aus. Muss ich noch irgendwas sagen? Oh, krass, ey. Also ich persönlich finde jetzt, dass mit dem Schwamm es sehr viel ebenmäßiger aussieht, aber wenn man da jetzt ein bisschen weiter rum. Es ist halt immer so, wenn ihr halt Schwämme benutzt, schlucken die halt ein bisschen Produkt, zumal ich eigentlich denke, dass das eigentlich ganz gut ist. Leute, das sieht so gut aus. Ich bin geschockt. Jesus. Man sieht sogar meine Haare. Seht ihr das? Jetzt schalte ich mal meine Lampe auf ein anderes Licht. Leute, ich habe super Haut. Super Haut. Ich komme gleich zurück, nachdem ich mich mal abgepudert habe. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an, wenn es ein bisschen abmattiert ist. Juhu, und da bin ich schon wieder. I'm shook. Ich bin geschockt, ich bin geflasht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gehe jetzt heim. Also, Leute, ich habe jetzt, ich wollte euch kurz zeigen, ich habe von The Body and Soul von Müller eine. Das ist, die ist so flach, seht ihr? Die ist gar nicht so. Das ist so eine geile Brush. Ich habe davon mittlerweile zwei gekauft, also kostet 5,99. Die findet ihr in der Standardsortiment im Müller. Das ist die Powder Brush, Bronzing Brush. Und die ist geil, also weil die passt sich so super dem Gesicht an, weil ihr praktisch so abtappen könnt. Und ich habe jetzt auch noch eine andere, da ist halt Bronzer reingetunkt. Ich habe mein Gesicht jetzt aber nur mal abgepudert. Also wenn ich jetzt mal so in den großen Spiegel gucke, Leute, ich sehe so gut aus. Wenn ihr das vergleicht, wie krasse Augenringe ich hatte. Ich habe also fürs gesamte Gesicht drei Pumpstöße gebraucht, habe aber meine Ohren und meinen Hals noch mitgeschminkt. Ich bin total begeistert. Also ich muss sagen, fucking gut. Also der Bestellvorgang war super easy. Also es geht über Kreditkarte und über PayPal. Ich habe bei DCM, was halt voll cool war, also die benachrichtigen einen sehr, sehr gut, wann die Ware halt ankommt. Ich habe, wie gesagt, knapp 5 oder 6 Tage gewartet und das Produkt war schon da. Ich habe mir jetzt halt auch die Serum Foundation gekauft. Da werde ich euch nochmal ein Video zu abdrehen. Das wird praktisch mal ein The Ordinary Wochenende, wo ich euch praktisch das Produkt mal zeige. Und was ich jetzt bei Hatice Schmidt gesehen habe, ist, dass auch die Serum Foundation nicht nur eine leichte bis mittlere Deckkraft hat, sondern auch eine voll. Aber das hier, das ist Full Coverage Brutal Katastrophe. Guckt euch das mal an, hey. Also, ich bin echt sowas von begeistert, weil es einfach sowas von flawless aussieht. Ich habe ja wirklich, ich habe mir jetzt ja die Wet n Wild zum Beispiel, da hat mich immer unheimlich gestört. Also, da gibt es ja diesen Spatel. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Also, zum Auftragen, zum Aufspachteln ist das jetzt echt nicht schlecht. Da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Soweit ich das hier sehe, oxidiert sie auch nicht nach. Ich habe jetzt zum Beispiel an meiner Hand auch noch das alte, den alten Pumpstoß, wo ich immer so ein bisschen nebendran schmiere, um zu schauen, ob die nachdunkelt, die Foundation. Was mir jetzt keinen Kopfschmerzen bereitet, weil ich einfach dann schaue, dass ich beim nächsten Mal nicht 2.1 kaufe, sondern eine 2.0 oder 1.9. Weil wenn ihr praktisch das Oxidieren an eurer Foundation mit einberechnet, ist es eigentlich nicht so schlecht, aber. Also, schreibt mir mal runter in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Aber ich finde die richtig geil. Also, die finde ich richtig gut. Aber ich kann euch allerdings nicht sagen, in welcher Kombination das jetzt nun mal so ist, dass es so hammergut aussieht. Aber Leute, die Hatice Schmidt hat damals hat auch bei der Review gesagt, dass sie glaubt, dass das sehr wohl an dem Primer liegt. Weil er ist sehr gelig und er ist halt speziell auf diese Foundation gemacht. Also, ich finde, man kann. Also ich habe jetzt bezahlt, ich habe 6 Flaschen Foundation gekauft. Zweimal die Serum Foundation, also einmal in Pink und Yellow Undertone und zweimal Full Coverage in zwei Farben, jeweils Yellow und Pink Undertone. Und habe noch zweimal diesen Primer mitgenommen, weil wenn ich halt schon bestelle, dann muss ich sich auch immer lohnen, weil sonst kriege ich echt die Krise. Weil man tut ja doch immer Versandkosten bestellen. Ich glaube, ab 30 € war das eh versandkostenfrei.
Versand perfekt, perfekt, perfekt. Ich habe sogar eine SMS bekommen von DPD, wo praktisch mir gesagt wurde, dass zwischen 10:40 Uhr und 11:40 Uhr es ankam. Es war um 11 Uhr da. Es war perfekt. Zeit vom Bestellen, mega, mega gut. Und das Ergebnis, Leute, Monster. Monster. Also, ich bleibe jetzt mal einfach mal den Tag so. Und ich gehe später noch zur Arbeit so. Vom Gefühl her, und das habe ich halt unglaublich vermisst, es ist so leicht auf der Haut. Also es fühlt sich eher an, wie wenn ich so eine BB-Cream benutzt hätte, was ich eine von Garnier zum Beispiel habe. Die ist unfassbar gut. Also ich benutze ja sonst eigentlich nicht so viel Cruelty-Produkte, ja, aber sie ist auch durch das Abpudern, also den Primer, den merkt ihr ja, der ist halt ölig, aber eigentlich nicht ölig. Also kann man das verstehen? Das ist so ein bisschen babberig, aber sonst geht's. Aber jetzt, also ich finde auch, er kommt sehr gut klar mit meiner Unteraugenregion. Also wenn ich jetzt, so sitze, seht ihr ja hier, dass das so Schattierungen sind. Wenn ich jetzt richtig abgehen würde mit Full Coverage, Full Coverage, Masken-Style, dann würde ich jetzt noch meinen Trended Up Concealer, Camo Concealer darunter schmieren, ein bisschen auspudern, baken und so. Aber ich muss sagen, so für ein Finish, was man so jetzt nicht erwartet, ich finde auch die Farbe sehr gut. Also ich finde, es geht komplett sauber in meinen Nacken und in meinen. Ihr seht ja, mein Schulterbereich ist ein ganzes Ticken dunkler, aber ich schminke nicht mein Gesicht so dunkel wie die Schulter, weil das hat für mich nichts zusammen zu tun. Aber ich bin geschockt. Ich kann nur sagen, mega geil. Kauft euch den Primer 7,20 € glaube ich, und die Foundation kostet, glaube ich, 6,70 €, 6,90 €. Ich schieß mich nicht tot, keine Ahnung. Ich werde euch unten rein verlinken, auf jeden Fall, wo ich das bestellt habe. Und wie gesagt, Leute, mit Yellow und Pink Undertones, wenn ihr euch nicht sicher seid, drauf geschissen. Die ist so günstig wie eine Essence Foundation. Ich habe jetzt zum Beispiel mal die Fresh and Fit Awake Make-up Foundation, die es bei uns schon gab, wo ich so halbwegs begeistert bin. Also sie macht mir zum Beispiel für meine ölige Haut viel zu viel Theater im Gesicht. Also sie ist viel zu glowy und so, und das stört mich ein bisschen. Ich habe davon 3 Flaschen, das funktioniert eigentlich gut. Aber ich kann euch mal ganz ehrlich sagen, davon wird demnächst nochmal eine Bestellung rausgehen, damit ich auf jeden Fall ein Backup habe. Also ich bin begeistert. 2 Daumen hoch. Lasst mir nach unten einen Kommentar, wirklich in die Kommentarbox einfach mal einen Kommentar, wie ihr das Ergebnis findet. Ich finde es sehr schön. Und schreibt mir mal eure Erfahrungen, wie ihr diese Coverage Foundation und die anderen Ordinary Produkte findet. Schreibt mir auch mal rein, falls ihr Skincare Produkte habt von dieser Marke, weil die haben auch Skincare, wo ich eigentlich sehr, sehr, sehr nosy bin, ob das eigentlich gut ist. Schreibt mir einfach rein, lasst mir einen Daumen da, teilt das Video gerne auf Facebook, sonst irgendwo. Ich freue mich, wenn das ein bisschen viral weitergeht. Weil, wie gesagt, ich finde, diese Firma sollte man unterstützen. Cruelty-free und so wenig Geld nehmen und dann noch so eine Hammer-Foundation. Pervers. Richtig geil. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.